Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Martin, was haben wir die Woche? Naja, wieder ganz viel. Einen globalen Lacher und einen nationalen Bauchfleck. Na dann, gehen wir's an. Was war los die Woche bei Schwarz-Blau? Der Strache ist geflogen. Was? Einen vollen Bauchfleck, hast du das gesehen? Ach, stimmt, ja. Ich würde sagen, Haltungsnoten 10,0 und fürs Gesicht kriegt er 12. Mindestens. Ja, und eine schlechte Nachricht haben wir auch die Woche. Ach, schade. Haben wir so gut angefangen. Die Staatsschulden sind um 6,1 Milliarden gesunken. Und das ist schlecht. Wieso? Naja, die Regierung tut sich dann noch schwerer, wenn sie den Armen Geld wegnimmt, das zu begründen. Ich befürchte es, Grünchen. Was war denn los? Dramatisches hat sich in Österreich getan. Okay. Sogar der Kurz hat sich zu Wort gemeldet. Der Kanzler? Höchstpersönlich. Wow. Und zwar noch gleich mit dem Satz: inakzeptabel. Da brennt aber am Hut gewaltig. Ja, es ging darum, dass der Kickl missliebige Medien von Informationen fernhalten wollte. Da kann man dem Kurz gratulieren, dass er mir den Mund aufgebracht hat. Ich glaube ja fast, dass wir den Kurz gerne nochmal gratulieren werden. Wozu? Naja, ich weiß nicht, hast du gehört, der fliegt im Oktober zum Putin. Okay. Ich habe eine Vermutung. Was ja nicht? Er braucht ein Trauzeugen. Verratest du uns die Highlights vom Trump von dieser Woche? Mit Vergnügen. Super. Als Aufhänger wird es eine Grausig wieder. Okay. Mit dem Brett Kavanaugh. Der steht wieder in den Nachrichten. Das ist ja der Wunschkandidat von Trump für den obersten Richter. Leider ist er nicht in den Nachrichten, weil er Richter geworden ist, sondern es hat sich eine andere Frau gemeldet, die gesagt hat, er hat in den 80ern seinen Penis ins Gesicht gehalten. Nur eine? Mhm. Na, so stelle ich mir einen ehrwürdigen Richter vor. Ja, der Trump scheinbar. Mhm. Aber der Trump hat sich die Wochen auch bemüht, ein bisschen staatstragend zu sein. Er hat eine Rede vor der UNO-Vollversammlung gehalten und hat gerne angefangen, wie der Trump so anfängt. Seit er im Amt ist, ist Amerika besser, größer, stärker, sicherer und toller überhaupt. Und wurde ausgedacht. Und wie? Von allen Staatsmännern und Frauen. Aber er hat sehr staatsmännisch Wecker gesteckt. Mit der Reaktion hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und da verwundert es dann auch nicht, dass unser Bundespräsident, der Van der Bellen, das gemeinsame Foto mit ihm und Trump und seiner Ehegattin erst einen Tag später veröffentlicht hat. Weißt du, was ich auf Twitter gelesen habe? Nein. Der vor 5 Jahren getippt hätte, dass der Van der Bellen österreichischer Bundespräsident und der Trump US-Präsident ist, der war eingewiesen worden. Martin, warum lässt man dich heute? Naja, damit wir was lernen. Was hast du die Woche gelernt? Es ist wichtig, dass die richtige Diagnose gestellt wird. Grundsätzlich stimme ich da voll zu. Naja, hast du das gesehen in der Heute? Da schreibt einer, dem seine Nieren versagen, ich will keine schwule Niere haben. Es gibt schwule Nieren? Naja, die er gespendet kriegt von jemandem, der schwul ist. Okay. Da sagt er, ich will keine schwule Niere haben. Die Diagnose ist falsch, weil? Eindeutig falsch. Bei dem versagen nicht die Nieren, sondern das Gehirn. Und was hast du? Da gibt's nichts zum Argumentieren, glaube ich, ja. Was hast denn du gelernt? Ach, ich habe einen Mythos aufgelöst. Okay. Liebe Kinder, wenn euch Eltern sagen, Obst ist gesund, das stimmt nicht immer. Wieso? Texanische Bananen sind voller Kokain. Das kann man gar nicht erklären, dass das gesund ist. Stimmt. Ja, mit diesen Konsumenteninformationen beenden wir diese aktuelle Schlagzeilenrevue. Wir danken fürs Zuschauen. Natürlich wieder unseren Okto-Zuschauern. Danke, dass ihr dabei seid. Wir sehen uns nächste Woche wieder. 20 Uhr, montags. Auf Okto. Ciao. Ciao. Tja, und die lieben Internet- Zuschauer, von denen verabschieden wir uns auch. Immer. Mit.
liken, kommentieren. Da war noch was. Teilen! Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss euch!